Die lustigen Tiernasen bei McDonald's. In jeder Junior-Tüte eine andere. Zusammen mit Hamburger, Pommes Frites und einem Getränk. Affenstark. Ich nutz meinen zum Aufbauen. Schluss mit dem Einerlei. Jetzt gibt es Kochen mit Mikrowelle. Jede Woche Techniken und Tipps, wie man die Mikrowelle voll nutzt. Mit klar gegliederten Rubriken. In Heft 1 das Geheimnis, wie man Hähnchen schön braun kriegt. Und tolle Rezepte, zum Beispiel Zitronen-Ananas-Kuchen. Kochen mit Mikrowelle. Jetzt Woche für Woche Zeitschriften gibt. Herkömmliche Gefrierbeutel werden oft spröde. Die Folge winzige Löcher, Gefrierbrand. Fleisch wird zäh und fad. Nur Melitta Toppitz Gefrierbeutel sind aus Polaren. Und Polaren ist extrem kälteelastisch. Der sichere Schutz vor Gefrierbrand. Fleisch bleibt saftig zart. Melitta Toppitz. Die Welt ist schön für gesunde und aktive Kinder. Und um aktiv zu sein, brauchen sie eine Menge Vitamine und Traubenzucker. Und beides ist in Nimm2. So naschen unsere Kinder Bonbons, die sie mögen, und Vitamine, die sie brauchen. Nimm2. Vitamine und Naschen. Bevor es gleich weitergeht mit dem angekündigten Programm, liebe Zuschauer, haben wir noch einen kleinen Film für Sie vorbereitet. In München im Haus der Kunst gibt es zurzeit eine Ausstellung, die heißt Kunst des Biedermeier. Und bis zum 26. Februar können Sie dort typische Gemälde, kunstwerkliche Gegenstände als auch Möbelstücke bewundern. Eine Epoche, die viele Leute begeistert. Es ist die Zeit des Franz Schubert, idyllischer Selbstzufriedenheit, bescheidener Freuden und des Spießbürgertums, das Biedermeier. Benannt nach dem gleichnamigen Dichter und Verfasser beschaulicher Schriften, Gottlieb Biedermeier. Im Zentrum eines gemessenen Lebenswandels stand Anfang des 19. Jahrhunderts die Natur, Gläubigkeit, die Familie sowie Freundschaften und Schöngeistiges. Fast gleichzeitig entstand dieser introvertierte Zeitgeist in Kopenhagen, Berlin, Zürich und Wien. Politisches Engagement war unpopulär, Pomp, wie er noch im Empire vorherrschte, wurde in Kunst, Handwerk und Architektur durch klare, bescheidene Linien ersetzt. Beethoven und Goethe schufen in dieser Epoche ihre großen, späten Werke. Die einmalige Ausstellung Kunst des Biedermeier bietet ein völlig neues Bild der europäischen Epoche, die mit dem Ende des Befreiungskriegs 1815 begann und mit dem Beginn des Eisenbahnalters 1835 endete. Zum einen, weil nur Exponate von herausragender Qualität ausgewählt wurden, zum anderen, weil dargestellt wird, wie sich im Biedermeier entstandene Strömungen bis in die heutige Zeit ziehen. So bemühte man sich im Biedermeier um durchgestylte Rundkultur. Entstanden die ersten Kunstvereine und Kunstzeitungen. Nicht Funktionalität, sondern konservative Schönheit waren gefragt. Angesichts der Explosion auf dem heutigen Kunstzeitschriften, Galerien und Theatermarkt scheinen zeitgeistige Verwandtschaften erkennbar. Auch die biedermeierliche Sammelleidenschaft, die sich besonders in den vielen kleinen Kästchen, Schubladen, Döschen und Fächern der Möbel niederschlug, scheint heute wieder groß im Kommen. Nur sammelt man heute nicht mehr silberne Schüsseln, Kelche, Spargelzangen oder Terrinen, sondern alte Emaille-Schilder, Zierfiguren, Spielzeug oder Parfums. Renaissance feiern übrigens die Formen des biedermeierlichen Kunsthandwerks oder der Architektur von Karl Friedrich Schinkel bereits seit einigen Jahren. Denn so sieht ein Biedermeier-Sekretär des Jahres 1986 aus. Bis zum 26. Februar gibt es diese Ausstellung noch zu sehen. Und bevor Sie pünktlich um 5.05 Uhr jetzt Angelika Bade zu den Bildern des Tages begrüßen, noch ein paar Tipps in eigener Sache. Du willst in deinen alten Beruf zurück, an Negerkurs Bäcker. Der Barmann sagt, ich bin schwer in Ordnung.
Ich sage Ihnen die Wahrheit. Sehen Sie, was ich abgesagt habe? Nicht klopfen. Aber mir glaubt ja kein Mensch. Wollten Sie mir unauffällig schon? Wege links ab. Wo ist Link? Links ist, wo der Daumen rechts ist, Mann. Wir hätten beim Poker nicht bescheißen sollen. Links hab ich gesagt. Faulkner? Wie muss ich Sie anreden? Sir, Edward? So ist es. Es ist meine Aufgabe, Ihnen alles zu beschaffen, was Sie brauchen. Na gut, Thomas, dann fangen Sie mal an. Vor dem Hintereingang steht ein Wagen. Hervorragend. Driver, was tust du denn hier? Ich bin der Kammerjäger, du Blödmann. RTL aktuell um 5 vor 5, hallo und herzlich willkommen. Über Ostfriesland sind heute Morgen drei Militärmaschinen im Tiefflug zusammengestoßen. Ein britischer Tornado geriet in eine Staffel aus deutschen Alpha-Jets, die etwa 150 Meter über dem Boden unterwegs waren. Der britische Pilot und sein Waffenleitoffizier konnten ihren Düsenjäger noch über das Dorf Hinrichsfehn hinwegziehen, aber 200 Meter hinter dem letzten Hof prallte der Tornado auf einen Acker. Zum Aussteigen blieb den beiden britischen Fliegern keine Zeit mehr. Sie starben in den Trümmern. Ein deutscher Pilot hat sich dem Schleudersitz gerettet. Ein zweiter konnte seine beschädigte Maschine in Wittmund notlanden. Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat heute ein Ermittlungsverfahren gegen die Firma Imhausen Chemie in Lahr eröffnet. Geklärt werden soll, ob und wie das Unternehmen am Bau der umstrittenen libyschen Giftgasfabrik in Rabda beteiligt war. Heute kam heraus, dass in dem Werk offensichtlich bereits ein Probelauf stattfand. Im August vergangenen Jahres soll es in der Chemie-Gasfabrik hier amerikanische Satellitenbilder und Modelle der Anlage eine Panne gegeben haben. Anschließend baten die Libyer nach Informationen amerikanischer Geheimdienste die Imhausen Chemie telefonisch dringend um Hilfe. Überraschung im Bundesarbeitsministerium. 2,8 Millionen Menschen arbeiten hierzulande in einem Arbeitsverhältnis ohne Sozialversicherung. Viel mehr als die Experten bisher geschätzt hatten. Besonders viele Frauen, insgesamt 60%, arbeiten für weniger als 450 Mark im Monat. Die meisten in Privathaushalten, oft als Putzfrau. Von den Männern werden meist handwerkliche Tätigkeiten bei Privatleuten ausgeführt. Die Studie ermittelte im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums auch, dass knapp 250.000 Menschen neben den 450 Mark auch Arbeitslosengeld verdienen. Schlimmer Sandsturm im sonnigen Süden Kaliforniens mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern in der Stunde rasten die Teufelswinde durch Orange County. Ein Sattelzug kippte mitten auf der Autobahn um, die Polizeifahrzeuge fuhren in regelrechte Sandwände hinein, Sichtweite gleich null. Die Teufelswinde aus den Bergen haben Elektroleitungen heruntergerissen, mehr als 10.000 Häuser waren ohne Strom, 100 Menschen mussten evakuiert werden, weil der Sandsturm ein Buschfeuer entfachte. Auf dem Flughafen Ontario faltete er eine Luftschiffgondel zusammen wie Pappe. In der vergangenen Nacht ging eine Geiselnahme in Celle unblutig zu Ende. Zwei Polizeibeamte wollten bei einem 30-jährigen Dreher ein Bußgeld in Höhe von 78 Mark und 50 kassieren. Der Mann nahm kurzerhand einen der Polizisten als Geisel und bedrohte ihn mit einem Bolzenschussgerät. Er forderte 10.000 Mark. Nach 5 Stunden konnte sich der Beamte befreien und fliehen. Bei einem anschließenden Handgemenge mit der Polizei wurde der Geiselnehmer überwältigt. Dabei löste sich ein Schuss aus dem Bolzenschussgerät, aber niemand wurde verletzt. Jetzt wird der Dreher dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen versuchten Mordes. Postboten wollen sie nicht zustellen, Empfänger verweigern die Annahme. Rund 24 Millionen Wurfsendungen der rechtsextremistischen Deutschen Volkspartei sollen in fast jedem Briefkasten der Republik landen. Auftraggeber der etwa 3 Millionen Mark teuren Postwurfaktion ist der Herausgeber der Nationalzeitung Gerhard Frey.
Er hat geschickt die Lücken der Postordnung genutzt, sagt ein Sprecher der Oberpostdirektion Düsseldorf. Politische Äußerungen auf der Anschriftenseite von Briefen sind verboten. Für Postwurfsendungen gilt die Regelung aber nicht. Die Sendungen sind mit der Aufschrift erst Deutschland, dann Europa versehen. Zum Tennis. Bei den Australian Open haben Boris Becker und Steffi Graf zu Beginn ausgesprochen leichte Gegner. Steffi Graf trifft in ihrem Auftaktspiel auf die international völlig unbekannte Carrie Ann Goose. Und wenn alles glatt läuft, kommt es allerdings schon im Halbfinale zum Duell Graf gegen Gabriela Sabatini. Boris Becker muss in der ersten Runde gegen Xi Ji antreten. In der Weltrangliste steht der Neuseeländer mehr als 150 Plätze hinter dem Leimer. Am Montagmorgen um 9.55 Uhr beginnen wir mit unseren Übertragungen von den Australian Open. Um 11 Uhr zeigen wir das Eröffnungsspiel von Steffi Graf. Aber bis dahin gibt es noch jede Menge Nachrichten. Die nächsten um 5.06 Uhr. Bis dann. Tschüss. Nach den Nachrichten gibt es bei uns wie immer Unterhaltung und es geht heute etwas makaber zu, bei Du schon wieder. Denn Henrys bester Freund ist gestorben und dessen Witwe und Matt wollen eine Totenfeier abhalten. Doch davor hat Henry panische Angst. Wieso denn nur? Das sehen wir jetzt bei Du schon wieder. Ich bin Henry Willows. Ich hatte mal eine Familie, bis vor 7 Jahren. Damals ist meine Frau zu einem anderen Mann gezogen und mein Sohn Matthew ist, ohne sie zu sagen, einfach mitgegangen. Ich habe mich in meinem neuen Leben gut zurechtgefunden, alles wieder mehr nach meinem Geschmack eingerichtet, eine englische Haushälterin eingestellt und mich eigentlich ganz wohl gefühlt, als das Schicksal seinen Lauf nahm. Mein Sohn, inzwischen 17, hatte es in seinem neuen Zuhause nicht mehr ausgehalten und sich kurzerhand entschlossen, zu mir zurückzuziehen. So leben wir beide jetzt wieder mehr oder weniger harmonisch zusammen.